Meine Frage ist, wenn es eine reine Seele gibt, wie ist dann im ersten Leben die Unwissenheit entstanden? Wo hat alles begonnen? Wo hat die Unwissenheit begonnen, wenn die Seele immer rein ist? Die Seele ist immer rein, aber sie hat die Eigenschaften von Wissen, Sehen, Verstehen und Glauben. Das sind die Eigenschaften der Seele. Und aufgrund der sich bedingenden Umstände geschieht etwas. Dann visualisiert die Seele etwas. Sie weiß, da passiert etwas. Und dann sagen die Leute, du hast gute oder schlechte Arbeit getan. Und dann glaubt man, ich habe das gemacht. Und so entsteht das Ego. Weil man weiß, aber wer der wirklich Handelnde ist, weiß man nicht. Deswegen haben aufgrund der Umstände die Menschen Unwissenheit. Und dann sagen sie, du bist der und der, du hast gute Arbeit getan. Und dann glaubt man, ich bin der und der und ich habe das und das gemacht. Aufgrund von Unwissenheit wird das Ego erzeugt. So wie Gold die Eigenschaft der Formbarkeit hat und Silber hat Flexibilität. Gold hat diese Eigenschaft. Aufgrund dieser Eigenschaft kann man einen Armreif oder ein Schmuckstück fertigen. Die Seele bleibt die ganze Zeit die Seele, aber die Eigenschaften der Seele sind Wissen und Sehen, Glück, Energie. Diese Eigenschaften hat die Seele. Und aufgrund der sich bedingenden Umstände gibt es so viele Geburtszyklen, in denen wir nicht wissen, wer ich bin. In jeder Geburt und Wiedergeburt bekommen wir nur falsche Überzeugungen wegen Vater, Mutter und aufgrund der Religion. Und aufgrund der falschen Überzeugung entsteht das Ego. Und wenn du hierher kommst, bekommst du die richtige Überzeugung, wer du bist. Die Seele bleibt, wie sie ist, rein. Aber die Unwissenheit wurde erzeugt. Und wenn du die richtige Überzeugung bekommst, findet Realisation statt. Und die Trennung vom Körper, von der Sprache und Handlungen findet statt. Und man bekommt die richtige Überzeugung. Wer bin ich und wer ist der wirklich Handelnde? Aufgrund der falschen Überzeugung wurde die ganze Welt erzeugt. Und durch die richtige Überzeugung kommt man aus diesen weltlichen Problemen heraus.